Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsonata 2018. Wie man hört oder wie man noch hören wird, ich bin immer noch ein bisschen krank. Deswegen kam ja letzte Woche keine Folgen. Und diese Trainsonata-Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme, ist so ein bisschen der Ersatz dafür, dass keine. Wenn kurz nachdenken, wie mache ich das mal an? So, Sifa anmachen. PZB. Das ist ein bisschen der Ersatz dafür, diese beiden Videos. Weil ich ja keinen. Ah, nur sag schon, keinen Rise of Industry bringen werde, weil. Also, das Video habe ich schon rausgebracht. Kann man sich dann anschauen. Diese Woche kommt kein Rise of Industry. Wir warten auf die Alpha-Version 6. Und dann geht's weiter. So. Und wir fahren heute von Celle nach Hannover Hauptbahnhof mit der BR111 und mit 7 Dostos insgesamt, glaube ich tatsächlich. Ja, 7 Dostos müssen sein. Ja. Genau. Dann fahren wir mal los. Ich wollte eigentlich habe ich überlegt, ich hätte gerne was Sea of Thieves aufgenommen, weil die Open Beta ist momentan draußen, haben wir schon was gespielt, Final Beta. Problem ist nur, ich müsste es mit Fraps aufnehmen, weil über Nvidia aufnehmen funktioniert irgendwie nicht, weil Nvidia irgendwie Sea of Thieves nicht erkennt. Und dann denke ich mir, habe ich lieber jetzt eine Folge Trainsimulator aufgenommen. Denn das erkennt Nvidia und läuft dann wenigstens auch flüssiger. Denn wenn ich Sea of Thieves mit Fraps aufnehme, dann hätte ich kaum noch FPS zum Spielen, weil Fraps zieht halt mega viel FPS. So. War mal ein bisschen zu viel Fahrstufen hochgeschaltet. Man sieht halt hier auch schön, bei der Lok, die schalteten Fahrstufen auf, insgesamt höchstens 28. Und bevor man bremst, muss man die halt auch erst alle wieder runterschalten. Da muss man halt dran denken. So, unsere Höchstgeschwindigkeit müsste 140 km/h sein. Oder 160. Ne, müssten 140 sein, wenn ich mich nicht irre. Denn wir haben ja die alten Dostos dran, nicht die neuen. Und die alten Dostos haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140. Die neuen von 160. So, jetzt fahren wir erstmal eine Zeit lang. Bis wir in Großburg-Wedel halten. Wir haben einen relativ langen Zug. Deswegen müssen wir beim Bremsen aufpassen, dass wir das gut hinkriegen. Jetzt gucke ich mal, ob wir mal das so schön zeigen können. Da. Ich finde, die Geräuschkulisse ist auf jeden Fall schon ziemlich schön. So. Gucken wir mal, dass wir nicht schneller als 150 km/h fahren. Ja, und jetzt haben wir erstmal noch 16 Kilometer vor uns, bis wir in Großburg-Wedel halten. Und dann sind die Haltestellen aber nicht mehr so weit auseinander entfernt. Was ich erzählen wollte. Eigentlich wollte ich auf der Strecke Konstanz-Villingen fahren. Und ich habe mir ein Szenario schön aus dem Workshop runtergeladen. Nun frag wirklich irgendjemand, aber mich nicht, weil ich habe absolut keine Ahnung, warum dieses Szenario nicht funktioniert. Ich habe die Strecke, ich habe das Rollmaterial, ich habe alles, aber ich kann das Szenario nicht starten. Das hat mich wirklich geärgert, weil das Szenario sehr schöne Rückmeldungen auf dem Steam Workshop hatte und wirklich sich gut angehört hat. Man fuhr dann nämlich mit dem ICE von Konstanz nach Villingen. Und da hätte ich mich sehr darauf gefreut, weil für Konstanz-Willingen habe ich tatsächlich einen ausgedruckten Fahrplan. Das heißt, ich hätte komplett ohne HUD fahren können. Also ohne das Eingeblendete hier mit Geschwindigkeit und so weiter, sondern nur nach Instrumenten, die auch in der Lok sind. Denn ich habe, wie gesagt, für Konstanz-Willingen einen richtig ausgedruckten Fahrplan. Den habe ich für keine andere Strecke. Deswegen wäre das sehr schön gewesen und ich werde auch daran arbeiten, das mit Sicherheit mal aufzunehmen. Aber ich kann zu jetzigen Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht sagen, warum es nicht funktioniert. Und es hat mich wirklich unendlich geärgert, weil ich mich da ziemlich drauf gefreut habe. Naja. Und mit Sea of Thieves ist auch so eine Sache.
aufnehmen ist, hier gestaltet sich dann natürlich schwierig, wenn man nur mit Fraps aufnehmen kann, ja. Dann habe ich gehofft, also hoffe ich immer noch, dass dann vielleicht nach dem Release, wenn Sea of Thieves kommt ja am 20. März raus, wenn dann Sea of Thieves draußen ist, dass dann Nvidia das Spiel auch erkennt. Ich hoffe zumindest. Naja. Aber ich werde mir es auf jeden Fall nicht direkt nach dem Release kaufen, weil das Spiel kostet 70 Euro. Und für ein Spiel, was halt wirklich kaum Langzeitmotivation bietet, sehe ich nicht ganz ein, 70 Euro auszugeben. Das mache ich nicht. Ja. Was gibt es sonst noch so zu erzählen? Eigentlich nichts. Nur halt noch mit Rise of Industry. Was habt ihr vielleicht schon gesehen in dem Video, was ich rausgebracht habe? Ja, wir warten auf die neue Version und ich finde, habe jetzt nicht die Motivation, vorher noch irgendwie anzufangen. Wir warten einfach auf Alpha Version 6, damit wir das neue Zeug zeigen können. Im Prinzip, das ist so die Kurzfassung. Da musste ich mir gerade mal live die Nase schneuzen. Auch angenehm. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen kränklich unterwegs. Aber letztes Wochenende konnte ich halt nicht aufnehmen und der Woche ging es ja wieder besser. Aber letztes Wochenende ging halt gar nicht, weil ich halt wirklich null Stimme hatte. Ich habe mich nur angehört wie so ein krächzender Vogel. Da ging gar nichts anderes mehr als still sein und überhaupt nicht reden. Aber was mir aufgefallen ist, bald sind schon wieder Osterferien. Das ist schon krass. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Schule und dann sind schon wieder Osterferien. Die Zeit vergeht. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann dir jetzt mal hier was erzählen. Ich kann dir jetzt mal davon erzählen, dass ich bald eine Deutschklausur schreibe, ja? Und das Thema ist Goethes Faust. Das ist eine wunderschöne Tragödie, die der Goethe geschrieben hat, die unglaublich lang ist und die nur aus Versen und Reimen und so einem Zeug besteht, ja? Und wirklich, jetzt, ich frage mich, wenn ich so etwas lese, wie crazy muss der Goethe eigentlich drauf gewesen sein, um so einen Schwachsinn zu schreiben? Das ist unglaublich, was... Also, nee. Dann geht es dann darum, dass... Also, die Hauptfigur ist Faust, kann ich ja mal kurz erklären. Die Hauptfigur ist Faust. Das ist ein Doktor, der sehr viel studiert hat, aber irgendwie immer noch nicht so richtig zur Erkenntnis kommt. Und somit da so sagt, ja, ich weiß ganz viel, aber was bringt mir das jetzt eigentlich? Ich habe davon gar keinen Nutzen. Ich habe keine richtige Erkenntnis. Ich habe nur ganz viel gelernt. So. Und dann geht es auch noch darum, dass der Mephistopheles, das ist der Teufel, einen Pakt bzw. eine Wette mit Gott abschließt. Er wettet praktisch darum, dass er Faust verführen kann. Jetzt geht Mephistopheles hin, bevor er das tut, ruft Faust einen Erdgeist an. In der Hoffnung, dass er von dem ganz viel durch die Magie praktisch sein normales Wissen erweitern kann und etwas verstehen kann, weil er mit seinem Wissen nicht mehr weiterkommt. Deswegen ruft er so den Erdgeist an. Dann kommt der Erdgeist und sagt, du bist mir nicht würdig, warum hast du mich gerufen? Dann ist Faust voll deprimiert, denkt an Selbstmord, dann hört er Osterglocken und denkt an seine Kindheit und dann ist wieder alles gut. So fängt das Stück an. Und bevor das Stück richtig anfängt, sind übrigens 3 Prologe. Ein Prolog im Himmel, eine Zueignung, in dem er dann davon erzählt, dass irgendwie ihm neue Figuren hinzugekommen sind und dass er jetzt wieder weiß, wie er weiterschreiben soll an seiner Tragödie, also Goethe selbst. Und dann noch eine, dass es eigentlich unmöglich ist, ein perfektes Theaterstück zu schreiben, weil es ist halt ein Theaterstück, was man vorspielt auf der Bühne. Und dann geht das immer so weiter, ja. Und dann kommt Mephistopheles, der Teufel, und will mit Faust einen Pakt abschließen. Oh, und dann geht es darum, dass Faust irgendwie nicht so richtig weiß, wie man richtig leben soll und wie man richtig Spaß haben soll. Es ist so verworren. Und dann, warum man das nicht einfach mal in normalen Sätzen aufschreibt und dann einfach so wirklich 5000 Verse, ja, das ist ja nur die Tragödie erster Teil, also Faust 1, ja, warum man da so ein Theater macht, es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, wie man auf so einen Schwachsinn überhaupt kommen kann. Mit dem Erdgeist und so. Und dann muss man sowas analysieren. In der Klausur. Da muss ich gerade mal meinen Frust rauslassen. Das ist wirklich so ein... Ich weiß nicht, was man davon haben soll, naja.
Man sieht übrigens hier dieser Kraftanzeiger. Der geht in die falsche Richtung. Warum bremse ich eigentlich schon so stark? Hier der. Wenn ich bremse, müsste der eigentlich nach links sich drehen. Der geht aber nach rechts. Ich weiß nicht, wieso es ist. Es ist irgendwie ein Fehler in der Lok. Also in dem Modell hier im Train Simulator. So. Nächst halt Großburg-Wedel. Ausstieg in Fahrrichtung rechts. Jetzt hoffe ich, ich komme damit noch ein bisschen klar, weil hier müssen wir wirklich gut reinkommen, denn der Bahnsteig ist relativ kurz. So, sieht aber so aus, wir können es ja gerade mal von außen angucken, als hätte ich das noch gut hingekriegt. Ja. Ja, wir stehen auf jeden Fall drin. Wir stehen komplett im Bahnhof drin. Das ist doch schon mal gut. Aber man sieht, der Zug ist doch relativ lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 Dostos, 7 Doppelstockwagen. Ist schon relativ lang für eine BR111, muss man sagen. Ja, geht schon wieder weiter. Ich dachte, man könnte irgendwo mal die Höchstgeschwindigkeit ablesen. Steht hier leider nicht dran. Schade. So. Wieso? Oh, ich weiß wieso. Die Elektrobremse noch angezogen. So. Und jetzt ist auch mal schön zu hören, wie der Lüfter anspringt. Achtung. Jetzt springt der Lüfter an und hört auch, wie die Fahrstufen hochgeschaltet werden. Und der Sound ist echt realistisch von der BR111. Die fährt halt bei uns hier in der Nähe auch. Und die hört sich schon fast genauso an, muss man sagen. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Bisschen ärgerlich, dass wenn man bremst, halt der Kraftanzeiger in die falsche Richtung geht, aber naja. Es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel, wenn man Szenarien sich aus dem Workshop runterlädt und sie einfach nicht aus irgendeinem Grund nicht funktionieren und man sie einfach nicht starten kann. Ich kann einfach nicht auf Start drücken, es ist wirklich ärgerlich. Aber naja. Ja, und ich denke, ich werde das einfach jetzt hier am Stück aufnehmen. Und dann werde ich einfach im Nachhinein einfach mal in der Mitte einen Cut machen. Und dann lade ich das anstelle von Rise of Industry hoch. Denn ich wollte irgendeinen Ersatz haben, dass irgendwas kommt. Anstatt für Rise of Industry halt. Joa. Bin auf jeden Fall gespannt auf Rise of Industry, weil es hat ja mal einer geschrieben, dass... Ich glaube, im Juni oder Juli soll schon Alpha Version 8 draußen sein. Ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht so den Einblick drin. Ich gucke nur mal, was auf Steam so steht. Und da waren halt nur jetzt ein paar Patch, also ein kleiner Patch, so der paar Sachen gepatcht hat, aber nichts Großes. Und dann steht da halt auch so Getting Ready for Alpha Version 6. Weil da kommt dann halt der neue Tech Tree, der das alles nochmal ein bisschen verändert. Ja. Das wird auf jeden Fall noch eine ganz andere Geschichte, wenn der neue Tech Tree drin ist. Ich schalte schon mal ab, das dauert ja, bis man die 20 Fahrstufen abgeschaltet hat. Da ist ja schon der nächste, halt Isenhagen. Habe ich da? Ne, ist noch grün. Ist grün. So. Nächster Halt Isenhagen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und das ist gelb. Das heißt, wir müssen anhalten. Leider, der 1000 Hertz Magnet funktioniert bei der Lok auch, aber leider funktioniert der 500 Hertz Magnet irgendwie bei der Lok nicht. Bisschen ärgerlich. Müssen bestätigen, 85 km/h reichen. So. Und jetzt müssen wir erstmal anhalten, denn wir fahren auf ein haltzeigendes Signal zu. Und müssen sowieso in Isenhagen anhalten. So.
bremsen, mal ein bisschen früher. Denn wir wollen ja nicht das rote Signal überfahren. Das wäre natürlich äußerst schlecht. So, und die Türen auf. Das, was ich jetzt hier mit ärgerlich meine, mit der Lok auch, ist, dass eigentlich müsste der 500-Hertz-Magnet an sein, weil wir vor einem halbzeitigen Signal stehen. Ist leider nur nicht an. Aber macht auch keinen großen Unterschied. Wir dürfen jetzt halt... Ich fahre trotzdem jetzt bis zum Signal dann nur 25 und dann dürfen wir uns ja sowieso befreien. Ja. Ich finde, wir sind hier aber sehr schön in den Bahnhof eingefahren, möchte ich mal anmerken. Schön vor der Haartafel zum Stehen gekommen. Der ganze Zug ist im Bahnhof. Sie müssen einen verspäteten IC auf Ihrem Gleis durchlassen. Warten Sie bis das Signal freie Fahrzeit. Ja, das hätte ich sowieso gemacht, aber danke für die Info. Ah, da kommt er auch schon. Man sieht ihn schon in der Ferne anrollen. Ich frage mich, warum ist der ICE denn im Gegengleis unterwegs? Das ist jetzt natürlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum fährt er im Gegengleis? Hat er den Zug überholt? Vielleicht. Wer weiß. So. Dann warten wir mal, bis er an uns vorbeigefahren ist. Wenn das Signal dann wieder Fahrt zeigt, können wir weiter. Das macht man natürlich eigentlich nicht. So grüßt man seine Kollegen eigentlich nicht. Weil es ist natürlich schon ziemlich laut für die Passagiere am Bahnsteig, wenn mal so ein Pfiff ertönt. So. Müsst du ja gleich umspringen. Guck schon mal hier. Türen sind alle zu. Jawohl. Dann wollen wir mal. Ich werde einfach mal so tun, als wäre der 500 Hertz Magnet jetzt an. Das heißt, bis zum Hauptsignal ungefähr 25 und dann können wir uns jetzt befreien. Jetzt dürfen wir schneller fahren. Und die Seefahrer. Ach ja. Ich glaube, nach den Osterferien, das sind zwar jetzt noch 4 Wochen hin. Ja, 5 Wochen, ja. Nach den Osterferien ist bei mir wieder. Also, das müsste dann so Ende April sein. Ende April, Anfang Mai. Da wird es mit den Videos hier auf dem Kanal wahrscheinlich kaum noch was sein, weil da sehr viele Klausuren bei mir geschrieben werden. Fast alle. Also, der erste Schwung halt fürs erste Quartal. Deswegen sage ich jetzt schon mal, da werden wahrscheinlich weniger Videos kommen, aber das sage ich dann natürlich auch nochmal. Weil so weit in die Zukunft kann ich auch nicht schauen. So. Ich muss mir irgendwann mal einen neuen Schreibtisch kaufen. Das ist alles hier eine sehr ungünstige Situation. Man muss dazu sagen, ich habe noch so einen ganz kleinen Schreibtisch, praktisch noch so einen Grundschulschreibtisch, der eigentlich viel zu klein ist. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Irgendwie nie dazu gekommen, einen anderen Schreibtisch zu kaufen. So, dann machen wir mal auf die Fahrstufe 28. Dürfte doch nicht noch so lange dauern, wir dürfen eigentlich schon fast da sein, oder? Dann haben wir einen Pferdemarkt. Hier ist es noch. 15 Kilometer, ja, oh, das wollte ich nicht. Das ist ein Indes, hatte ich mir soweit. Genau, und so hätten wir jetzt eigentlich fahren können auf Konstanz-Willingen, was ich eigentlich machen wollte, so. Halt komplett ohne Hart, weil ich einen Buchfahrplan, also wirklich einen richtigen Fahrplan gehabt hätte. Habe ich nur leider bei der Strecke nicht und wir sind zu schnell.
So. Sind wir gleich auch schon Langhagen? Da blinkt was. Da blinkt was. Da blinkt was.